rechts vor ihm, der Weltjahresbeste aus Jamaika. Und daneben Ricardo Chambers. Mal sehen, wie sie das Ding angehen hier, ob Wariner direkt was gut machen will gegen die beiden vor ihm laufenden Jamaikaner. Was kann Borlé, der Belgier, auf Bahn 2? Kann er mithalten? Sauberer Start und direkt geht die Atmosphäre hoch hier und Wariner geht ran an Jermaine Gonzales, hat da ein Loch gegen Borlé schon rausgelaufen. Jetzt hält der Jamaikaner den Abstand und holt sich Chambers. Jetzt kommt Gonzales groß raus. Wariner hat Probleme. Wariner mit Problemen im grünen Trikot, das blaue Trikot von Jermaine Gonzales. Das ist vorneweg der Weltjahresbeste. Chambers versucht sich an ihn dran zu klemmen. Naja, es sind die drei. Angelo Taylor ist noch mit dabei. Der Superstar über die Hürden wird Dritter, aber Wariner holt sich das Ding. Chambers ohne Chance und Wariner mit einer Superzeit. Das ist Zürich. Da werden die Jungs auf die Bahn losgelassen und dann sind 44:14 fällig. Das ist mal eben die mit Abstand beste Zeit dieses Jahres für Jeremy Wariner, der damit unterstreicht, natürlich, ich bin die Nummer 1 in der Welt in diesem Jahr über die 400 und dir habe ich es gezeigt, Jermaine Gonzales. 44:13, was für ein klasse Lauf und so spannend oben.